Good morning, nice to see you. Thanks for the nice introduction. Ich spreche jetzt heute zum ersten Mal Deutsch. Ich bin eine Woche in Europa, aber wir waren in den Niederlanden, in Holland, und da spricht man Englisch. Also ich schalte mal um, wenn ich in Englisch umschalte, einfach ein bisschen rütteln und dann springe ich wieder auf Deutsch. Nice to be here. Thank you for the nice introduction. Ist aber nicht notwendig, und das Thema ist einfach ein interessantes Thema. Ich finde, ich stimme zu, Erfahrungsaustausch, ja, aber etablieren, das können wir hier nicht erreichen, ja, in diesem Raum, und zweitens, ich glaube, es ist nicht für jedermann dieses Thema, und es ist mehr so, wir möchten gerne austauschen, was wir machen, was wir lernen, aber es ist nicht für alle das Richtige. Ich glaube, wenn wir sagen, eliminate waste, Verschwendung eliminieren, da sind alle Führungskräfte dabei. Es gibt keine Führungskraft, glaube ich, die sagt, Qualität verbessern, Kosten minimieren, Durchlaufzeit reduzieren, nee, möchte ich lieber nicht. Obwohl in der Hinsicht finde ich es ein bisschen einfach für die Lean Community, mit dieser Visitenkarte in die Welt zu gehen. Ja? Wir wollen Verschwendung eliminieren, Kosten minimieren und so weiter. Das hat einen sehr schnellen Eingang in dem Gehirn der Businessleute. Wenn wir aber sagen, was Toyota macht, hat aber auch damit zu tun, eine andere Führungsart zu haben. Und Sie haben es schon gesagt, Professor May, die Firmenkultur und wie wir führen, damit diese Erfindungsgabe der Menschen ein bisschen mehr nach vorne kommt, dieses Respect for People, dass wir anders führen wollen, dass wir unsere Firmenkultur vielleicht ändern wollen, bewusst ändern, ja, nicht den Zufall einfach lassen. Dann ist die Anzahl der Führungskräfte, für dem das passt, kleiner. It's not for everybody. Ja. Und die Forschung, die wir gemacht haben, die fing an mit der Frage, also es ist jetzt 8 Jahre her, Herr Richter war auch dabei von der Firma Bosch, die Frage, komisch, wir reisen immer nach Toyota und wie Sie schon sagten, wir schauen uns diese Werkzeuge an und so weiter, die eigentlich sehr wichtig sind. Aber irgendwie kriegen wir nicht die kontinuierliche Verbesserung, die Toyota irgendwie da rausbekommt. Und da muss irgendwas fehlen. Wir wussten auch, dass das irgendwie mit dem Management-System zusammenhing. Und so fingen wir an, mehr diese Seite von Toyota zu versuchen zu erforschen. Und der erste Schritt war dann, zu Toyota zu gehen und einfach zu fragen. Wir haben sehr viele Toyota-Werke in den USA und auch einige Senior Executives. Und die haben wir einfach mal besucht und haben gesagt, wie führen Sie? Wie lernen Sie, so zu führen? Wie lehren Sie andere, auch so zu führen? Und die Antwort kam nicht. Ja, mehr so ein Zucken oder irgendwelche vage Antworten. Und wir dachten, es hat ein Memorandum gegeben, wenn Sie Rother und Co. Die Antwort geben, die heimliche Antwort, dann müssen Sie Selbstmord machen. Ja, so japanische Firma. Und, aber wir dachten, 200.000 Mitarbeiter, müsste doch irgendjemand sagen, komm, treffen wir uns hinter den Sushi-Laden um Mitternacht und ich zeige Ihnen die heimliche Soße, ja, die Secret Sauce, kam niemand. Und dann wurde es uns klar, dass die Art und Weise der Führung, das Mindset, oder ich glaube, auf Deutsch sagt man die Haltung, ist uns eigentlich unbewusst. Das gilt für Toyota, wo insbesondere vielleicht, wo traditionell, heute nicht mehr so viel, traditionell die Manager unten angefangen haben und eigentlich die ganze Karriere lebenslänglich bei Toyota machen. Die kennen nichts anderes. Und so ist diese Führungsart eigentlich so wie die Luft, die geatmet wird. Die sieht man nicht. Man atmet zwar sehr viel jeden Tag, aber man nimmt es nicht wahr. Und es ist in unseren Organisationen teilweise auch so. Sie können nicht genau sagen, was ist anders in Ihrer Führungsmethode. Vieles sieht man gar nicht. Und so müssten wir umschalten und experimentieren. Und dann nach und nach kamen diese, ja, sagen wir mal, Muster raus, die bei Toyota geübt werden, bewusst geübt werden, bewusst gecoacht werden. Also es ist einerseits das Üben der Methode und mit einer Coaching-Führung. Und so könnten wir dieses Muster so langsam ein bisschen erkennen. Und dann gingen wir natürlich zu den Toyota-Leuten zurück und haben gesagt, wir sehen, dass sie in etwa so handeln und dass sie das und das machen. Und dann haben die gesagt, ja, das so in etwa stimmt. Hätten sie uns das nicht vor 6 Jahren sagen können. Eine Menge Mühe gespart. Ja. Also diese Muster möchten wir mit Ihnen ein bisschen austauschen heute. Noch ein paar Bemerkungen. Sprache habe ich schon. Ach, vielen Dank, dass Sie ein Bild von Detroit dabei hatten. Sie erkennen es, das ist die Halle, ja? Ich weiß, aber könnte sein. Detroit is great, übrigens.
Ich lade Sie ein, nach Detroit zu kommen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie man in den Medien sieht. Es ist schon Schumpeters Theorie. Ja? Es geht kaputt und dann aus diesem kaputten Boden springen jetzt Sprösslinge und in Detroit. Und das ist, ist unglaublich, was da los ist, mit jungen Leuten insbesondere. Also die Wohnungen kosten sehr wenig und so plötzlich haben wir sehr viel Entrepreneurs in Detroit. Ja? Es ist eine kaputte Stadt, aber es ist verdammt interessant. Ja? Es ist wirklich nicht so schlimm, wie es aussieht im Fernsehen vielleicht. So, und dann hatten Sie noch mein Buch neben Demings Buch gestellt. Das kommt mir schwer zu kosten, wenn ich beim Petrus antrete. Ja? Deming will be standing right next to him going like this. Aha, okay, thank you very much. I'm screwed. ich glaube, der Vergleich ist noch nicht so ganz. Ja. Und Gerd, die neue Sache, ich habe gerade ein Zitat von, wie heißt er, Epicetus, der Römer, ja. Ein Zitat von ihm, das ist die Verbesserungskarte. Ich kann es dir zeigen. Ja? Also wir basteln hier eigentlich an Sachen, die tausende von Jahren alt sind. Gerd hat die These, dass wir immer wieder neu lernen, was wir schon kannten, die Menschheit. Ja? Es ist also nicht eine Rampe nach oben, wir werden ständig besser, sondern wir müssen immer wieder von vorne das Gleiche nochmal lernen. Es geht eigentlich darum, die tolle Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, mehr zu kanalisieren, zu nutzen in der Organisation und so weiter. Das ist eigentlich das Thema. So. Gibt es Fragen, Comments, before we start? Wir können auch gerne zwischendurch fragen, das passt eigentlich. Gerd, du sagtest, wir haben genug Zeit, soll auch Diskussionsrunde sein. Und meine Rolle, ich wollte eigentlich gar nicht da sein oder später auftreten oder so, ich bin lieber im Hintergrund jetzt, weil, schon angesprochen, es gibt so viele German Resources zum Thema. Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr vorne zu stehen und ich finde das gut. Aber ich soll eine Einleitung machen, ein bisschen ins Thema einleiten. Und das möchte ich dann tun. Wie viele von Ihnen waren auf der letzten Production Systems? Nur damit ich mal... Okay, ein paar. Okay, wir machen eine kleine Übung, die wir dort gemacht haben. Bitte das Geheimnis nicht weggeben. Ja? Die anderen, die werden es dann halt heute kennenlernen. Ja? Okay, ich habe nicht sehr viele Folien. Also wie gesagt, meine Rolle hier ist nur eine kurze Einleitung ins Thema zu machen. Und McGraw-Hill möchte ein zweites Buch machen. Mal gucken, ob wir das tun. Aber so der Arbeitstitel für das Buch ist Toyota Kata Mindset. Ich finde das, den Titel gar nicht so schlecht. Ich kenne schon den Verlag. Ja? Ah ja, okay. Dann können wir drüber sprechen. Und hier Mobilizing Our Ingenuity, also unsere Ingenuity. Wie sagt man Ingenuity auf Deutsch? Das ist Erfindungsgabe. Scharfsinn, Kreativität, ja, diese menschliche Fähigkeit zu mobilisieren, aber durch gute Führung. Es ist irgendwie komisch, wenn wir als Einzelperson handeln. Ralf, wenn du am Wochenende irgendein Projekt hast, egal wie oft du nach Praktika fahren musst, du wirst dieses Projekt fertig kriegen am Sonntagabend. Aber wenn wir in Organisationen sind, geht diese Erfindungsgabe ein bisschen unter, wenn wir in Gruppen sind. Da gibt es auch scheinbar psychologische Gründe für, ja. Die Fähigkeit ist noch da, aber man muss sie ein bisschen nach vorne bringen, ein bisschen rausbringen. Dann können erstaunliche Sachen passieren. Ich fing an, Organizational Behavior in den späten 80ern zu studieren. Und da gab es noch die Thesen, also dass wir diese Fähigkeit haben in Organisationen und dass wir sie besser heraus oder besser nutzen sollten. Diese Gedanken gibt es schon lange. Aber in den späten 20. Jahrhundert waren die Gedanken mehr so entweder Empowerment, ja, Sie sind eine selbstbestimmende Mitarbeitergruppe, ja, und ich trete jetzt als Manager zurück, ich trete aus dem Weg, ja, also mehr so leere Empowerment oder Job Enrichment, ja, apropos die Volvo-Experimente, wo wir sagen, Sie haben eine Aufgabe, ich glaube bei Daimler gab es 8 Takter, ja, also nicht alle 60 Sekunden immer das Gleiche, machen Sie mal 8 Minuten und dann wieder. Ja, also wir haben versucht, die Arbeit voller, richer, Job Enrichment zu machen. Beide Ideen waren nicht competitive. Ja. Wir suchen seit ewig Möglichkeiten, diese Fähigkeiten mehr, wie sagt man auf Deutsch, ins Laufen zu bringen, in der Organisation zu nutzen. Ja. Und wir versuchen, glaube ich, schon seit ewig die Monotonie der Fabrikarbeit gegenzusteuern. Heute habe ich einen anderen Gedanken. Ich glaube, diese Gedanken vom 20. Jahrhundert haben leider nicht funktioniert oder nicht besonders gut. Heute glaube ich, Fabrikarbeit oder Arbeit überhaupt, oder sagen wir mal der Alltag, it's monotonous. Ja?
wenn wir 400 irgendwas am Tag in der Schicht machen müssen, ja, oder schon wieder muss ich Lebensmittel kaufen, oder eine gewisse Monotonie ist einfach drin. Und was mich jetzt interessiert, ist weniger, wie kann ich die Monotonie wegnehmen? Darf ich hier draufschreiben? Ist das deine, Gerd? Ja? Okay, ich will. Danke. Dass wir die Monotonie nicht unbedingt wegkriegen, aber wichtig ist, wenn das der Tag ist, dass ein Teil von diesem Tag, es muss auch nicht ein großer Teil sein, aber jeder Teil, dass wir hier irgendwas anstreben. Und das ist das Experiment, woran ich glaube, wir derzeit arbeiten. Das können wir nicht ändern. Sie müssen heute 400 Stück in der Schicht machen. Da kann ich nichts dran ändern. Aber wenn wir einen Teil des Tages irgendwas anpeilen und diese Fähigkeit nutzen, ist es erstaunlich, wie das den Tag ändert. Ja. Und ich glaube, das ist eine etwas andere Art und Weise, die Arbeit, ich weiß nicht, menschlicher zu machen und diese menschlichen Fähigkeiten besser zu nutzen. Und das werden wir ja heute im Detail besprechen können. Okay, und ich habe im Buch diese Treppe gemalt. Das war eigentlich, ich glaube, Toyota malt was Ähnliches. Alles ist irgendwie abgekupfert in der Welt. Hier ist Zustand und unser Zielzustand und dann, Sie sehen, diese Person geht so schrittweise mit PDCA, ja, Richtung diesen Zielzustand und dann dahinter ist noch ein Zielzustand. Und es war eigentlich Lutz Engel, ja, ein VP of Manufacturing. Lutz hat diese andere Person dazu gemalt und hat gesagt, Mike, ich sehe meine Aufgabe darin als VP of Manufacturing, die Fähigkeiten meiner Leute so zu entwickeln, dass sie Zielzustände anpeilen können, dass ich mehrere Leute habe, die Herausforderungen meistern können, schrittweise, dass sie diese Vorgehensweise gelernt haben. Und wenn ich als VP of Manufacturing das hinkriege, dann kann ich Herausforderungen in meine Organisation hereingeben. Dann kann ich größere Herausforderungen in meine Organisation hereingeben und wir können schneller vorankommen. Und Lutz, ich muss sagen, ich finde diese Zeichnung eine prima Ergänzung. Eigentlich beschreibt dieses Thema sehr gut. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Das heißt, wir sprechen jetzt über einen weniger sichtbaren Teil von Lean. Hier auf der Oberfläche, sagen wir mal, haben wir die Tools, Techniques, die Prinzipien, um Qualität, Kosten und Lieferzeit und so weiter zu verbessern, genau wie Sie schon gesagt haben. Nach wie vor, ich finde sehr wichtig, es wird mir immer klarer, wie wichtig die sind. Wir waren in Polen und standen an der Linie, ja, und es gibt eine U-formige Linie, die war schon U-formig und das Team wollte die Arbeit aufteilen in der Linie, ja, für über 3 Mitarbeiter und die haben dann einfach gesucht, wo sind die Schnittpunkte zwischen den 3 Mitarbeitern, wussten nicht, dass ein Mitarbeiter sowohl die erste Schritte als auch die letzte Schritte machen können. Deswegen teilweise auch die U-Form. Dass sie das nicht wussten, zeigte mir auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir dieses Lean-Wissen haben, das wir jetzt schon 20 Jahre üben und so weiter. Also ich möchte die Tools nicht kaputt machen. Ich glaube, das ist ein bisschen Mode im Moment, zu sagen, ach, die Tools, Fehler. Ja, kein Fehler, absolut nicht. Nur, dass wir nochmal zurückgehen und wie ich am Anfang ein bisschen erklärt habe, es gibt was dazu und es ist weniger sichtbar. Es ist also total verständlich, dass wir nach Toyota gepilgert sind, weil die Performance damals zumindest besser war als unsere, in den USA zumindest, haben gesagt, was machen die anders? Wir haben natürlich das Sichtbare gesehen und da haben wir den Fehler gemacht in der Forschung. Wir haben die Schlussfolgerung gemacht, Toyota hat higher performance. Diese Sachen, die wir sehen, Kanban, Teams, Hey Junker, Andorn und so weiter, diese Praktiken, das ist anders bei denen. Ergo, die Higher Performance, das muss die Ursache sein. Es ist nur natürlich nicht Ursache-Wirkung, sondern, how do you say it in German? It's correlation, not Korrelation, nicht Ursache-Wirkung. Ja? Aber es ist ganz logisch, dass wir durch diese Tür reingekommen sind, weil es halt sichtbar ist. Aber was wir jetzt immer mehr sehen, sind diese Routinen, diese Denkroutinen und Handlungsroutinen bei der Firma, ist weniger sichtbar. Und wie ich schon erwähnte, die Führungskräfte als Coaches, um diese Routinen einzuüben.
Interessant ist auch, wie die Hirnforschung uns entgegenkommt und sagt, ja, Sie können hier im Seminarraum nicht lernen, Sie können von einem Buch nicht lernen, Sie müssen üben, Sie müssen physisch irgendwas tun, und zwar wiederholt. Und sogar besser ein bisschen jeden Tag als eine Stunde am Ende der Woche. Lieber 10 Minuten pro Tag als freitags eine Stunde. Sie lernen mehr, wenn Sie jeden Tag ein bisschen machen. Diese Ergebnisse aus der Hirnforschung, die sind für die Lean Community, wenn man überlegt, das ist, how do you say, a slap, ja? Das ist ein Aufwachruf für die Lean Community. Was die Hirnforschung zum Beispiel sagt, sagen wir mal, das sind Arbeitstage, ja? Also eine ganze Reihe von Arbeitstagen. Und wenn wir vielleicht hier einen Verbesserungsworkshop machen, oder hier eine Verbesserung machen, aber Rest der Zeit, ich schreibe mal auf Englisch, Business as usual, ja, ist ja auch teilweise die Vorgehensweise, die wir gemacht haben. Was die Hirnforschung uns da sagt, dazu sagt, ist, was Sie lehren, was Sie lernen und was Sie einüben, ist Business as usual. Das, was Sie eigentlich täglich wiederholen, das ist die Routine, die Sie lernen. Das ist die Routine, die Denk- und Handlungsroutine, die Sie sich einprägen. Und wenn Sie ab und zu einen Workshop machen oder ab und zu eine Verbesserung machen, das ist nett, aber Sie ändern das, die Denkweise und die Verhaltensweise dadurch nicht. Und wir haben auch von Boston aus im Lean Enterprise Institute vom Anfang an gesagt, establish the Lean Promotion Department, also ein Lean-Stab, ja. Das heißt, viele Lean-Bemühungen sind gekennzeichnet von, die sind stabsgetrieben, ja, und sie sind periodisch. Und jetzt kommt die Hirnforschung und sagt, so werden sie Verhalten niemals ändern. Oder schlecht ändern, ich sage mal lieber nicht niemals. Und es muss in der Linie sein und es muss täglich sein. Ja? Und wenn wir unsere Untersuchung bei Toyota auf die zurückschauen, da sagen wir, ja, das ist genau, was die machen. Ganz genau, was die machen. Es ist die Linienmanager, die haben einen Lean-Stab, aber Ralf, ich glaube, der ist relativ klein im Vergleich zu vielen Firmen, wo wir einen ziemlich bedeutenden Lean-Stab haben. Ja. Es sind die Manager und sie machen es im täglichen Handeln. Ja, der Lerner oder der Mitarbeiter kriegt ein Problem oder eine Herausforderung und dann sagt der Manager, sagen Sie mal, wie Sie denken, dass wir das erreichen sollen. Ja? Und so sieht der Manager, wie denkt diese Person. Ja? Und dann geht's los, ja? Dann fängt dieses Coaching an. Das heißt, es gibt ein Change Management Geheimnis bei Toyota. Und das Change Management Geheimnis bei Toyota ist, dass es kein Change Management gibt. Tägliches Management und Change Management sind das Gleiche. Wenn Sie im Lean-Stab sind, keine Angst, es gibt eine wichtige Rolle für den Lean-Stab und zwar jemand muss die Manager coachen. Absolut notwendig, ja. Also ich will hier nichts rauswerfen, es ist vielleicht eine etwas andere Justierung. Okay, das heißt, das Thema hier heute ist eigentlich, wie denken wir über Verbesserung, Adaption und Innovation nach? Ja, also es ist eine Reflexion, wir denken über uns selber nach. Ja? Wie gehen wir vor, wie denken wir über dieses Thema nach als Führungskräfte? Oder auf Englisch getting better at getting better. Ja? Wir können besser verbessern. Ja? Es ist Mode zu sagen, vielleicht ein bisschen Mode, zu sagen, dass Führungskräfte oder Manager sollen Lehrer sein. Zumindest in den USA. Managers should be teachers. Hören wir derzeit sehr viel. Und ich fing auch an, das zu sagen. Und dann fiel mir irgendwann ein, alle Manager, alle Führungskräfte sind Lehrer. Sie haben nicht die Wahl. Wenn Sie Manager sind, wenn Sie Führungskraft sind, Sie sind ein Lehrer. So wie Sie denken und so wie Sie handeln und das, was Sie sagen, wird eine Haltung in Ihre Mitarbeiter entwickeln. Ja? Da kommen Sie nicht rum. Ja? Und wenn das stimmt, oder wenn Sie, if you agree with this statement, ja, dann ist es nicht wichtig zu fragen, welche Muster von Verhalten und Denken möchten wir gerne in unsere Organisation lehren. Sie lehren sowieso. Und ein Kollege, ich habe das Wort schon erwähnt, ein Kollege in den USA sagte, it's a deliberate culture. Sie können eine bewusste Kultur erzeugen. Ja. Ich als Manager, was möchte ich
meinen Mitarbeitern beibringen. Toyota macht das eigentlich sehr bewusst. Ja. Es ist nicht richtig aufgeschrieben, die nutzen nicht das Wort Kata, also das Muster, das, wie wir es hier zeigen werden, haben die auch nicht irgendwie so dokumentiert. Deswegen war es auch so schwierig zu sehen. Das Thema A3, was jetzt im Moment ziemlich populär ist, kommt der Sache nahe, aber die Denkweise steckt noch hinter dem A3. Das heißt, ein A3 kann man nicht ohne der Verbesserungskata erfolgreich nutzen, aber die Verbesserungskata kann man ohne A3 nutzen. Ja, das ist wichtig. Also da ist eine Haltung dahinter. Das ist das Muster, das Toyota lehrt. Wir nennen es Verbesserungskata. Sie können vielleicht ein anderes Wort verwenden. Es ist eine systematische, wissenschaftliche Art und Weise, auf neue Ebenen der Performance hinzuarbeiten. Ja, wir peilen etwas an. Sie werden es heute noch einige Male sehen, denke ich, in irgendwelchen Formen. Also wir müssen grob die Richtung verstehen. Wo wollen wir überhaupt hin als Unternehmen? Das ist mehr eine langfristige Sache. Dann müssen Sie den Ist-Zustand irgendwie verstehen. Wir haben hier einen Arbeitsprozess. Was ist der Ist-Zustand? Dann sagen wir, okay, wo wollen wir als nächstes sein? Einen Zielzustand. Und erst dann geht's los mit PDCAs in der Richtung. Sie erkennen wieder diesen Mensch auf der Treppe. Aber da kommen wir noch mehr dazu. Hier ist das Ganze nochmal mehr so logistisch dargestellt. Hier langfristige Richtung. Sie sehen, das ist sehr langfristig. Aber wir brauchen einen Richtungsgeber. Sonst haben wir diese endlose Argumente. Wollen wir hier den One-Piece-Flow anpeilen oder nicht? Sollen wir immer kleinere Mengen an den Mitarbeiter bringen? Oder kostet das Umpacken zu viel? Ja? Wer hat recht? Der Logistiker, der sagt, Umpacken ist Verschwendung. Ich weiß, Lean heißt Verschwendung eliminieren. Machen wir nicht. Oder der Lean-Stabmensch, der sagt, wir möchten kleinere Mengen an diese Person bringen. Wer hat recht? Beide. Beide haben recht. Ja? Verschwendung eliminieren reicht nämlich nicht. Das ist keine Richtung. Ja? Wir kommen immer in diese Argumente. Erst wenn wir eine Richtung haben, bei Toyota unter anderem One-Piece-Flow at lowest cost, dann heißt es, natürlich wollen wir die kleinere Mengen an diesen Menschen. Wir wollen irgendwann diesen Mitarbeiter nur ein Stück nach dem anderen bringen. Oder wenn der Kunde bestellt, ja, wir wollen nur ein Stück hinbringen. Ja. LKW wäre ziemlich leer. Ja. Und der Logistiker, der sagt, ja, aber das ist doch Verschwendung, hat auch recht. Und so kommt es, dass man sagt, ja, wir möchten kleinere Mengen bringen, ohne mehr Kosten zu verursachen. Ja. Und Gerd und ich sind so weit, und ich glaube, die anderen Firmen hier, die der Gerd erwähnt hat, dann sagen die Mitarbeiter mit gefalteten Namen, ja, sag mir mal, wie soll das denn möglich sein? Ja? Und dann sagen wir, prima, jetzt haben wir eine Herausforderung. Jetzt Ärmel hoch. Ja? Und jetzt können wir die Kata anwenden, um diesen neuen Zustand zu erreichen. In Detroit, die Medien in den USA haben oft auf die amerikanische Autobauer draufgehauen, weil sie keine kleinen Autos gebaut haben, nicht im großen Umfang kleine Autos gebaut. Ja? Und dann kamen immer wieder schlechte Manager, schlechte Entscheidungen. Wir brauchen neue Manager, mehr MBA-Schüler oder Students. Oder hat mit den Managern nichts zu tun. Wenn Sie neue Manager reinbringen in Detroit, kriegen Sie die gleiche Entscheidung raus. Man macht eine ROI-Kalkulation. Hey, kleine Autos verkaufen sich ein bisschen. Ja, okay, wir machen ROI-Kalkulation. Nee, wir können kein Geld verdienen, indem wir kleine Autos bauen. Die Entscheidung, keine kleinen Autos zu bauen, ist die richtige Entscheidung im ehemaligen Management-System in Detroit. Die Manager waren nicht schlecht, die haben richtig entschieden. Bei Toyota geht es anders vor. Kleine Autos ist ein schlechter Beispiel, weil sie von Anfang an kleine Autos gebaut haben, aber ich bleibe mal bei dem Beispiel. Hey, wir müssen kleine Autos bauen, der Kunde will kleine Autos. Okay, dann Kalkulation. Wir können kein Geld verdienen, indem wir kleine Autos bauen. Dann heißt es, okay, Ärmel hoch, wir müssen eine Art und Weise erfinden, entwickeln, wie wir kleine Autos bauen und damit Profit machen. Und als wir das ein bisschen bei Toyota erklärt haben, was wir da gefunden haben, da haben sie gesagt, ja, sie würden ja nicht die Finanzdaten nutzen, um ihre Richtung zu entscheiden. Ja? Wir haben natürlich gesagt, no, we wouldn't do this, of course not. Ja? Erst entscheiden, wo wollen sie hin? Es ist wohl eine Herausforderung. Die Mitarbeiter werden vielleicht sagen, ja, wie soll das denn möglich sein? Und jetzt ist die Führung gefragt. Die sagt, ich weiß es auch nicht. Und ich habe in der Vergangenheit immer versucht zu antworten. Ja, wir müssen auf dieser Presse unbedingt die Rüstzeit auf 10 Minuten bringen. Jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, 3 Stunden. Ja? Oh, Herr Rother von der Uni, ja, Besuch, ja, little guy, die an der Presse arbeiten, das sind die großen Guys. Ja. Wir müssen diese Presse, und Herr Rother,
20 Jahre an der Presse, ne, können also unglaubliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Ja? Und Herr Rothe, sagen Sie mir mal, wie soll das denn möglich sein? Ja? Und ich habe immer versucht zu antworten. Ja, wir können die Werkzeuge an die Maschine hängen, wir können, mehrere Leute können parallel arbeiten, interne, externe Teile des Rüsten können wir trennen, Quick Disconnects an den Kühlungsschläuchen und so weiter und so fort. Immer gescheitert, immer gescheitert. Und heute, wo ich diese Cutter habe, die erwähnt wurde, ist diese Verbesserungscutter, ist ganz einfach. Ja, wir müssen auf dieser Presse von 3 Stunden auf 10 Minuten Rüstzeit kommen. Ja, Herr Rothe, wie soll das denn möglich sein? Ja, und dann sage ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht und ich soll es nicht wissen. Ich weiß nur eins, ich weiß, durch welche Art und Weise des Handelns wir diese Lösung erreichen können. Ja, wie wir dahin kommen, kann ich nicht sagen. Und wenn man es sagen könnte, dann könnten Sie es kopieren und Sie es kopieren und Sie es kopieren und sind wir eigentlich noch im Bereich des Bekannten. Ja? Und es ist eine andere Handlungsweise für den Manager. Der Manager braucht die Antworten nicht zu haben, aber man muss sehr gut aus persönlicher Erfahrung kennen, wie wir diesen Weg begehen zu dem nächsten herausfordernden Zielzustand. Insbesondere, glaube ich, weil die Mitarbeiter unsicher sind, besonders am Anfang. Und irgendjemand muss diese Unsicherheit auffangen und sagen, komm, wir kennen den Weg noch nicht, aber ich weiß, wie wir den Weg begehen. Das sieht in etwa so aus. Eine Kata, hat irgendjemand hier Kampfsport gemacht? Ich habe es noch nie gemacht. Ja? Was bedeutet Kata für Ihnen? Was ist eine Kata? Bewegungsabfolge, die man einstudiert oder die man immer wieder übt. Ja? Irgendwie ergänzen oder? Bewegung. Und warum? Und ich habe gehört, der Meister oder der Lehrer sagt, nochmal, immer nochmal. Und manche Leute haben gesagt, ach, die Kata, oh Gott, Horror, immer wieder das gleiche Üben. Warum übt man diese Bewegungsabläufe? Ins Fleisch und Blut, ja. Genau. Genau, die Kata geht irgendwann weg. Die Kata ist da, vergessen zu werden, das ist gut. Am Anfang sehr viel Kata, später sehr wenig. Ja? Und das ist wieder, wir sind bei den Neurobiologen, spielt sich in den Synapsen ab. Ja? Wir machen da neue neurologische Bahnen und dann brauchen wir die Kata nicht mehr. Ich kann ja nicht sagen, ganz steif üben, ja, und wir sind hinter der Kneipe um Mitternacht und wir kämpfen um die gleiche the nice lady, ja, und ich sage, kommen Sie bitte aber von links, ich habe nur so geübt. Ja? Das geht schlecht, das ist doof. Ja? Man muss üben und dann, also dieses Muster ist ziemlich formal, die wird am Anfang ziemlich formal geübt, aber genau wie er sagt, damit es später, damit man flexibel ist. Ja? Und dann kann es ein Eigenleben annehmen und Ihre Kata wird dann anders sein als Ihre Kata. Okay, eine Form, eine Routine oder ein Muster, ich finde das Wort Muster gar nicht so schlecht, dass man üben kann, damit es zur, kann man sagen, zweiter Natur, second nature wird. Okay. Es ist eine Training Routine. A Training Technique. Ja? Vor vielen hundert Jahren, wenn man eine effektive Kampfmethode hatte, wie gibt man es weiter? A, Bücher gab es nicht und B, Bücher sind gar nicht so gut für Fähigkeiten weitergeben. Also diese Übungen war eine Art und Weise, wie man weitergibt. Es gibt auch in der Geschichte Gedichte, Tanz und Singen, das sind Formen, die man übt und weitergeben kann. Und so kann man von Generation zu Generation eine gelernte, effektive Methode weitergeben. Das ist aber haarscharf, was wir bei Toyota sehen. Jetzt können wir es sehen. Haarscharf, dass der Manager eigentlich sagt, geh mal ans Problem ran, wie denken Sie? Ah ja, und dann macht er Kurskorrektur und versucht diese Person in diese kanalisieren, in diesen Korridor des Handelns und Denken der Kata zu bringen. Ja? Durch dieses Üben. Es ist eigentlich ziemlich effektiv, es hat aber auch einen Nachteil, es verlangt Coaches. Also ich glaube, das ist so der Knackpunkt an der ganzen, ohne Coaching geht es nicht. Ja? Und wir haben auch gesehen, wie Toyota in den letzten 10 Jahren ziemlich stark gewachsen ist, schneller gewachsen, als sie Coaching-Fähigkeiten hatten. Und da gab es einige Folgen. Ja? Und Jeff Leiker, mein Kollege, der studiert Toyota sehr, sehr eng und er sagt, ja, die haben einfach ihre Coaching-Kapazität überfahren. Wie heißt es, wenn man die schneller fährt als die Lampen vorne? Ja? Overdriving your headlights, ja? Das ist in etwa, was passiert ist, glauben wir. So. Was Toyota übt oder wie Toyota übt, es gibt zwei Aspekte hier. Einmal haben wir hier einen Prozess, der wird irgendwie verbessert, sagen wir mal. Man peilt einen Zielzustand an, wie Sie schon gesagt haben. Und hier ist, ich sag mal, Lerner.
Viele sagen Mentor, Mentee. Ja? Ich sage mittlerweile gerne Manager, Learner. Ja? Der Lerner, er wendet die Verbesserungskarte an diesen Prozess an und der Fokus hier ist, diesen Prozess zu verbessern. Auf dieser Seite ist der Coach bzw. der Manager und er coacht diese Person in die Vorgehensweise der Cutter. Das heißt, auf dieser Seite ist der Fokus darauf, die Fähigkeit dieser Person zu entwickeln. Und das ist Lutzes Diagramm. Ja? Das sind die Leute hier, die die Treppe hochgehen. Nicht, dass Sie denken, dass Sie als Manager dann der Sache zur Seite stehen. Er hat auch einen Coach. Ja? Und der Manager muss auch die Cutter üben. Man kann nicht coachen, ohne dass man es selber gemacht hat. Ja? Und das sind zwei Seiten einer Münze. Und das erkennen Sie vielleicht von Toyota, wenn Sie Toyota studiert haben. Einmal die Prozessverbesserung à la diese Vorgehensweise und zweitens People Development, das ist diese Coaching-Kata. Und das ist, wenn Sie die Prinzipien von Toyota mal vor Augen nehmen, also die von Toyota, nicht von Jeff, mein Kollege, sondern Toyotas eigene Dokumentation über die Prinzipien, dann gliedern die in zwei Kategorien auf. Einmal Continuous Improvement und das andere, wie Sie schon gesagt haben, Respect for People. Was Gerd und ich so interessant finden, ist, dass Respect for People bei Toyota etwas anders ist als nett, sei nett zueinander. Es ist, sei herausfordernd. Dass es respektlos ist, nicht Herausforderungen zu haben. Wir in Detroit haben das nämlich natürlich so interpretiert, wir haben gesagt, meine liebe Mitarbeiter, ich gebe Ihnen eine Herausforderung und lasse Sie dann gehen. Das ist wieder diese leere Empowerment. Ja? Das heißt, Sie können Herausforderungen, ihren Mitarbeitern Herausforderungen geben, aber sie müssen auch zusehen, dass sie ihren Mitarbeitern auch eine Art und Weise geben, wie sie diese Herausforderungen meistern können. Halt diese Verbesserungskarte. Man kann also nicht einfach Herausforderungen reinwerfen. Okay. Ich möchte dann ein kurzes Video zeigen. Lass mal gucken hier, ich mache das Bild mal groß. Genau, das mit dem, wenn es geht, ja. Und hier kommt irgendwie ein Sound gleich raus und wir legen das Mikrofon daneben, dann hören Sie es. Und was wir haben hier, ist eine Kitchen Faucet, wie sagt man auf Deutsch? Armatur, ja, okay, eine Küchenarmatur. Oh, jetzt ist ein bisschen dunkel, Entschuldigung, wegen dem Licht, aber ich glaube, wir haben nicht die Möglichkeit, nur vorne auszuschalten. Ja, es sei denn, wir machen jetzt hier so tschisch, tschisch. Ja. Es ist weltweit ein Problem. Ne? In allen vielen Konferenzräumen, die Leinwand ist da, aber der Architekt hat nicht dran gedacht, dass diese Lämpchen vielleicht. Ne? Interesting. Ja. So, Küchenarmatur, ganz klassisch, American Style. Sie sehen hier ein Messingteil, also ein Gussteil, wird maschinell verarbeitet und dann gibt es verschiedene Chromteile und hier die Ventile und Spout. Wie heißt das hier auf Deutsch? Wasserhahn, okay. Wasserhahn wird draufgeschraubt. Das ist also, wir schauen uns mal die Montage an für dieses Produkt. Ich lasse mal ein bisschen vorlaufen. Zock. So. Und die Montage für dieses Produkt ist eine Endmontage und wir haben vier Mitarbeiter. Ich glaube, jetzt müssen wir das Licht doch ein bisschen ausmachen, sonst werden die Leute nicht genug sehen. Wir können es auch gleich wieder anmachen, das Video ist nur ein kurzer Teil. Wir haben vier Mitarbeiter, Sie sehen, es ist eine gerade Linie hier. Es fängt hier an. Wir haben hier, vielleicht kommt es gleich. Ja, sehr gut. Oh, that's perfect. That's good, thank you. So, Sie sehen, wir haben hier eine ganz kleine Presse. Hier werden so die Seats in diesem Messingteil reingepresst und dann geht es los. Hier Montage, hier sehen Sie O-Ringe. Und so weiter. Mitarbeiter 2 macht dann hier weitere Teile dazu. Hier ist eine Wasserprüfung. Mitarbeiter 4 muss es abtrocknen. Er ist auch gerade dabei. Er macht dann so die Griffe, the Handles dran. Ja. Und hier sehen Sie Mitarbeiterin 4 ist eine Verpackung. Hier wird der Karton zusammengestellt. Und Sie sehen ein paar Labels werden drauf gemacht. Hier, das sind Accessories, ja, also Ventildichtungen und die Bedienungsanleitung. Dann wird es hier auf eine Waage gewogen. Das wird gemacht natürlich, um zu sehen, ob alle Teile drin sind oder nicht. Ja. Und dann geht es ab in diese Kiste und diese Kiste geht dann an Hornbach. Und da sind sechs oder ähnlich. Ja. Wir haben Hornbach nicht in den USA, aber diese Baumärkte sind ja eigentlich, it's a tough, everybody has Baumärkte, jede Menge. Tough Market. Sechs Stück und dann wird das zugemacht und dann geht es weiter an den Kunden. Also vier Mitarbeiter.
Es ist sehr schwierig, alle vier auf einmal zu sehen. Darf ich Sie bitten, eine Gruppe von vier zu bilden? Sie können sich umsetzen, wenn Sie möchten, Sie müssen nicht, aber einfach mit den Personen neben Ihnen oder hinter Ihnen. 30 Sekunden, find a group of four people, please, so you can work together. Okay, everybody have a group of four. Jetzt wähle bitte in Ihrer Gruppe jeweils einen Mitarbeiter, eins, zwei, drei oder vier. Jede Person sollte einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auswählen, that you will watch. Okay, jetzt eine Frage an ihn, bevor wir loslegen. Die Frage im Raum ist, ich meine, wir machen schon 20 Jahre Lean, ja? Also wir haben unsere Augen ziemlich gut entwickelt. Ja? Ich finde, ehrlich, was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Fragezeichen. Also hingucken im Video, ich lasse, ich glaube, der Zyklus ist in etwa 30, 40 Sekunden. Ich lasse mehrere Zyklusse mal laufen. Achten Sie und dann können wir in der Runde die Frage versuchen zu beantworten, beziehungsweise was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Any questions so far? Okay. Ich lasse es mal laufen. Mal sehen, ob wir hier auch ein bisschen Sound kriegen.
Darf ich stoppen oder möchten Sie noch eine halbe Stunde? Die Monotonie der Fabrikarbeit, ja, das passt alles zusammen, das Thema. Okay, gut. Thank you for the sound, that worked very well. So. Okay. Übrigens, ich meine, die leere Fabrikhalle von dem Foto vorhin, können Sie das Licht, Gerd, lass das Licht mal, wo es ist, denn wir müssen, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auf die Fotos beziehen, aber wir können es ja gleich wieder höher drehen. Die leere Werkshalle, ne, und ihr Unternehmen, das ist Ihr Unternehmen, ja. Die Halle ist im Grunde genommen unwichtig, ja. Und in dem Foto von Professor Mai gab es noch Unternehmen, und zwar war Graffiti zu sehen, ja. Das ist Unternehmen, da sind Menschen, ja, und da sind Menschen kreativ. Und hier können auch Menschen kreativ sein, wenn wir richtig führen. Aber für mich ist das Unternehmen, ja. Und die Halle ist im Grunde genommen gar nicht so interessant. Gut, die Heizung soll funktionieren, ja, und das Dach soll nicht lecken, das wäre eigentlich ganz gut. So, was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Man muss ein bisschen genau hingucken, aber es ist eine ganze Menge da. What do you propose for improvement? Years of lean. Coming to this point. Ja? 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 Okay, genau, sie muss es einmal, sie eine Orientierung, dann ja. Also ich werde mal kurz schreiben, ja. Nee, ist okay. Karton, Orientierung und Labels, Positionierung. Bitte? Ach so, ja, Positionierung auf einer Seite. Okay, gut. Ja. Ja, das stimmt. Ne? Das ist eigentlich auch wichtig. Sie muss ja alle 6 Stück dann diesen Karton schließen. Ja? Und das heißt out of cycle work oder außerzyklische Tätigkeit. Und dadurch kommt die Linie natürlich ins Schwanken. Ja. 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 Ich glaube, mich versteht jeder. Ja, ja. Also es war ein Takt lang das Armatur länger dargelegen, aber das hat sie innerhalb von einem Tag ganz schnell wieder rausgearbeitet. Ja, klar, aber eine Schwankung entsteht. Genau, also man kann vielleicht den Ablauf von ihr nochmal ein bisschen gleichmäßiger gestalten, aber es würde nichts bringen, wenn man die ganze Linie auf diese Dame dann wieder austaktet, weil sie dann eh wieder warten muss. Mhm, genau, okay. Das ist auch ein Grund, warum in vielen Lean-Firmen wird sowas ja nicht gemacht. Das wird vom Logistiker gemacht. Und der Logistiker ist im Takt, hat aber einen anderen Takt. Ja, gut. Weitere Bemerkungen, ja. Ich würde vorschlagen, die Prüfung vielleicht nicht mit Wasser zu machen, sondern vielleicht mit irgendetwas anderem, damit okay. Man es nicht hinterher putzen muss. Prüfung ohne Wasser, genau. Was okay. Mich auch wundert, ist, dass alle Mitarbeiter Handschuhe anhaben, nur ja. Derjenige, der putzt, hat keine Handschuhe. Ja, genau. Also, Putzer hat keine Handschuhe. Okay. Laufwege, okay. Gut, yes. Genau, okay. Leer zurück. Mitarbeiter 1, leer zurück. Ja, wir waren auch mal bei einem Toyota-Lieferanten und die waren sehr stolz, wie Toyota beigebracht hat, dass sie auch in diese Richtung eine Tätigkeit durchführen kann oder so. Ja, so ähnlich. Ja, okay. Okay. Zwischen hier, diese beiden. Okay. Übergabe. Mitarbeiter 3 zu 4, okay, sehr gut. Okay, Material in der Linie, zu viel, okay, ja.
Alle, was heißt das nochmal für mich? Ja. Der Mitarbeiter nimmt das Material in die Hand, ja, und gibt es wieder aus der Hand. Ja. Er kann auch das Material in der Hand behalten. Ja. Und das Magazin, sprich das Material, würde über ein Palanoster, okay, zu ihm kommen. Und er könnte das okay, Material zum, I'm so sorry, zum Mitarbeiter. Und dann vielleicht, wenn wir den Lautsprecher in die Ecke stellen, oder so weit weg wie möglich. Oder vielleicht sollte ich mich in die Ecke stellen. So, Material zum Mitarbeiter und build, ich schreibe mal auf Englisch, build entire product. Okay. Okay, lass mal eine neue Seite finden. Oder wir machen das so. Das war ein 10-Minute Changeover. Sehr gut. 10 Second. Okay, gibt es noch welche? Also ich glaube, die Mitarbeiter sind immer einfach leid. Das ist eine relativ langweilige Arbeit, die sie jetzt kurz wiederholen. Aha. Und ich würde das nicht den ganzen Tag machen wollen, aber in dem Sinne, ich glaube, da wäre die Aufgabe da irgendwo, solche Tätigkeiten kann man heute materiell und automatisiert machen. Automatisieren. Okay, Sie haben schon länger die Hand hoch. Diese Arbeitsorganisation, so wie es aufgebaut ist, scheinen die Arbeitsinhalte der vier Stationen nicht gut vergleichmäßig zu sein. Okay, Arbeitsaufteilung. Entschuldige, wenn ich nicht ganz das richtige Wort nehme. Aufteilung ungleichmäßig. Okay, gut. Okay. Ah ja, das hatte ich gar nicht gesehen. Wir arbeiten im Schatten oder eigenen Schatten. Okay. More? Any more? This is good. Die Schrauben schon in den Ringknöpfe einbringen, bevor ich es auch. Okay. Schrauben erst in Dreh. Jetzt weiß ich, wie die Dinger heißen. Drehknöpfe. Okay, ja? Ich würde die Mitarbeiter mal fragen, wie sie sich fühlen, wenn man es aus ihrer Sicht an jeder Stelle im ersten Schritt. Mitarbeiter befragen, okay, gut. Das reicht auch schon, das reicht mir gerne. Anbringen des Drehen, die Decke ist für den Drehkopf verbessert. Ach ja, mit der Hand, ja, genau, okay. Deckel, Drehknopf per Hand. Not so nice. Okay. Das reicht schon. Die Liste ist nicht schlecht. Okay. Aber wir sind ja hier nicht im Ländle. Die Liste ist gut. Ja. Nicht schlecht ist, ich habe ein Jahr, war ich Gastwissenschaftler am Fraunhofer-Institut, da habe ich den Gerd kennengelernt und da habe ich mir das nicht schlecht angeeignet. Der höchste Lob. Und in Köln sage ich oft nicht schlecht und die Leute finden das echt sau doof. Ja? Sag doch mal gut. Okay. Very good. Okay, wir kommen auf das Video nochmal zurück. Vielen Dank für das Input. So, jetzt würde ich gerne ein kleines Experiment machen. Das war aber nicht das Experiment. Come on. So. Perfect. Okay. So, ein kleines Experiment. Gerd, vielleicht kannst du helfen. Wir haben hier einen Würfel, den benutzen wir gleich. Sie müssen also Ihren wissenschaftlichen Hut anziehen, ja, also wie unser Kollege hier. Also ich hatte auch so ein Set, aber ich hatte nicht die Safety Glasses, ich weiß nicht. Das ist neu, ne? Damals hat es mehr Spaß gemacht. So. Wir hatten auch Gewehre als Kinder, also hier, ne? Dein erstes Gewehr, Weihnachten lag es unterm Baum, ne? So ein Kleinkaliber und okay, ne? Das ist kein Witz, das ist stimmt. Die Schrotflinte kam so mit 14, glaube ich. Boom, it's pretty cool. Eine deliberate culture, ja, okay, anyway. So, lass uns mal ein Experiment machen. So, eine Frage an Ihnen,
wie Gerd wird, damit ich ehrlich bleibe, wird ein Würfel dreimal rollen und wir werden die Nummer der Würfel summieren. Das heißt, die Summe wird eine Zahl zwischen 3 und 18 sein. Ja? Aber bevor Gerd den Würfel rollt, schreiben Sie bitte auf Papier vor Ihnen, was wird die Summe der drei Würfe sein? Schreiben Sie bitte die Zahl auf Papier vor Ihnen. Was wird die Summe der drei Würfe sein? Okay. Gerd, bitte. Ja. Achso, ja, jetzt, genau. Eine 6, okay. Nochmal? Dreimal, ja. Eine 3, okay. Eine 5. Also die Summe ist 14. Wer hatte 14? Okay, gut, sehr gut. Die Personen, die falsche Nummer, Sie, die falsche Nummer heruntergeschrieben haben, wie fühlen Sie sich? Bestätigt, ja. Ist nicht vorhersehbar. Ist Würfel, ja? Okay, was soll der Scheiß? Ja, können wir das aufschreiben? Das muss ich mir merken für das nächste Buch. Ja, was? Titel, wir haben den Titel. Zehn Prozent. Eigentlich, ich habe bei Thyssen angefangen und wir hatten zwei Werksbände, die Feuer verlöschen nie, Band 1 und Band 2. Und der Witz bei Thyssen war natürlich, das dritte Band kommt, der Ofen ist aus. Ja. Und ThyssenKrupp zusammen, das war irgendwie, come on, das ist unglaublich. Ja. Aber naja, wir sind gestern durch Duisburg, an Duisburg vorbeigefahren, da habe ich begonnen und es war schön, Duisburg zu sehen. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Sie haben die falsche Nummer notiert. Really? You know. Ja, wir haben die falsche Person würfeln, das stimmt. Okay, man fühlt sich in etwa so, ja, oder so, meh, ist okay, ja, es ist ein Würfel, man kann, wie Sie schon gesagt haben, man kann eigentlich nicht feststellen, was da kommt. Okay, so, zweite Runde, zweite Frage, wir haben eine Zahlenreihe, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nochmal das Gleiche, schreiben Sie auf Papier vor Ihnen, was wird die nächste Zahl in dieser Zahlenreihe sein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, was wird die nächste Zahl sein? Take a few minutes. Okay, gut, wir haben die Antwort ist 2. Die Zahlenreihe wiederholt sich nach der 12. Aber hallo. Professor May, ich dachte, Sie machen ein Screening bei den Teilnehmern. Das hat versagt. Ja, okay, meine Damen, wir müssen da ein bisschen, ja. Okay, die nächste Zahl ist 2. Nochmal, die falsche Zahl, jetzt auch, Sie haben die falsche Zahl aufgeschrieben, ja, wie fühlen Sie sich? Veräppelt, ja, stimmt, ja, finde ich auch. Veräppelt. Cheated, sagen meine, betrogen, ja. Also ein bisschen mehr so, ja? Right? Okay. Warum haben wir zwei verschiedene Gefühle in diesen zwei Szenarien? Warum fühlt sich der eine Szenario anders als der andere? Was ist der Unterschied? Ja? Genau. Für uns reingelegt, ist wieder so ein Wort, gut. Ja? Also wir glauben es zu wissen, beim Würfeln wissen wir, dass wir es nicht wissen, wie Sie so schön gesagt haben. Ja? Okay, Hypothese zur Diskussion, Zweck des Tages ist Diskussion. Ja? Was anders war in den zwei Runden, war unsere Erwartung von Certainty, Gewissheit. Die Gewissheit, die wir erwartet haben. In der ersten Runde haben wir erwartet, dass wir nicht wissen. In der zweiten Runde dachten wir, wir kennen die Antwort. Aber
Hier ist das Interessante, in beiden Runden gibt es ein, jetzt müssen wir ein bisschen übersetzen, Knowledge Threshold, eine Wissensgrenze. Ja? Also hier sagen wir rollen diesen Würfel jetzt 6 Mal, oder hier sagen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, aber da ist die Wissensgrenze. Ja? In beiden Fällen, mehr wissen wir nicht. Mehr wissen wir nicht. Die nächste Zahl kann 14 sein, 2, Gregory Bateson sagt 27. Ja? Was wäre eine gute Antwort in beiden Fällen? Ich weiß es nicht. Nicht sicher, bin mir nicht sicher. Lass uns es mal probieren. Oder auf Englisch sagen wir gerne, let's see. Okay, let's see. Warum sagen wir das nicht? Ich auch nicht, ich sag's ja auch nicht. Warum sagen wir das nicht? Warum sagen wir nicht, ich weiß nicht? Bin mir nicht sicher. Das will keiner sagen. Ja, ich finde auch, ja, besonders in diesen Gruppen, ja. Genau. Das Gehirn möchte die Antwort haben. Wir haben lieber Sicherheit als Unsicherheit, ja. Und auch in Gruppen, ich sagte ja, in Gruppen geht diese menschliche Fähigkeit ein bisschen unter. In Gruppen wollen wir nicht Fehler machen, zum Beispiel. Übrigens, jetzt spricht ein Ingenieur über Psychologie, Sie sollten mit Vorsicht genießen, ja, aber wirklich. Aber wir sagen es nicht. Also hier, genau wie Sie sagen, unser Gehirn hat Schwierigkeiten damit zu sagen, ich weiß es nicht. Ja? Und so wie unser Gehirn funktioniert, sind wir mehr comfortable, ist angenehmer, ja, Antworten und bekannte Muster zu haben als offene Fragen. Und so überschätzen wir den Anteil der Gewissheit in vielen Situationen. Ja? Es gibt immer eine Wissensgrenze um uns herum. Sie ist, ich glaube, auch viel näher dran, als wir denken. Es ist immer eine Wissensgrenze da. Und in jede Situation gibt es vieles, was wir noch nicht sehen. Aber sobald wir glauben, wir wissen es, hören wir auf zu experimentieren und nach links und rechts zu gucken und zu lernen und zu adaptieren. Wir sagen auf Englisch, we get on rails, wir kommen auf Gleise. Hat das Sinn, das so zu sagen? Ja, wir kommen so ein bisschen auf Gleise. Wie viele von uns haben aufgehört, hier andere Möglichkeiten zu schauen, sobald wir dachten, es ist die 14. Ja? Das heißt, das Gehirn ist gerne hier. Es ist nicht, weil wir schlecht oder gut sind, es ist einfach, weil die neurologischen Bahnen, die wir schon haben, bevorzugt sind, weil sie weniger Energie verbrauchen. Ja? Das heißt, wir sind gerne in dieser Zone hier. Und wir versuchen auch in diese Zone zurückzukommen. Bin ich noch gut in der Zeit? Ja? Bis wann soll ich denn überhaupt? 17 Uhr, ja? Okay. Ja. 18 Minuten, ah, das passt. So, zum Beispiel, Ralf und ich, wir dürften innerhalb des Konzerns Bosch, es haben 5 Firmen hauptsächlich mit der Forschung mitgemacht, viele andere Firmen haben kleinere Experimente mitgemacht, aber 5 Firmen haben gesagt, sie können gerne in unseren Sandkasten spielen. Ralf und ich haben bei Bosch sehr viel gespielt mit diesen Gedanken. Und auch Meetings haben wir beobachtet, Sitzungen, wo, ja, sagen wir mal, Ingenieure oder Manager im Raum sitzen und eine Entscheidung treffen müssen, und es gibt mehrere Optionen. Sagen wir mal 3 oder 4 Optionen. Und es herrscht im Raum eine gewisse bad feeling, wie sagt man, ein Unwohl. Ja? Machen wir A, B, C oder D? Und es gibt Argumente für das eine oder das andere, es geht ein bisschen rum. Sie kennen diese Diskussionen. Ja? Und so wird irgendwann eine Pinnwand, so wie diese, hervorgezogen. Die 4 Varianten oder Möglichkeiten werden auf die Pinnwand gesteckt und jeder kriegt 3 Aufkleber. Ja? Und darf an die Pinnwand gehen. Sie können alle 3 Aufkleber auf eine Wahl machen oder Sie können es verteilen. Nur wenn diese Abstimmung fertig ist, haben wir eine Rangliste. Wir haben Zahlen. Und was für mich als Organizational Observations ist, was ich mache, ja, was für mich interessant ist, dass die Stimmung im Raum hebt. Ja? Sobald wir diese Ranking haben und wir wissen, der hat jetzt 10 mal 8, 7, 2, ja, sobald wir das haben, fühlen wir uns besser. Aber im Grunde genommen ist keine weitere Information in den Raum eingetreten. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Ja? Nur, was passiert ist, wir waren in dieser Zone, ich weiß nicht, was sollen wir tun? Ein Argument, ein anderes Argument, ich weiß es wirklich nicht. Wir stimmen ab, zock, wir sind wieder hier. Ah. Und Toyota hat die Fähigkeit in der Organisation entwickelt, zu sagen, wir wissen es nicht. Wir haben 4 Optionen und wir können es in diesem Raum heute nicht entscheiden. Wir müssen mit diesen 4 Optionen weiter fortfahren. Aber lasst uns so schnell wie möglich experimentieren, damit wir die abhaken können.
wie können wir so preiswert und schnell wie möglich testen, welche wir benutzen wollen. Vielleicht, Janina, ich glaube, das hat mit deinem Thema ein bisschen zu tun, später heute. Janina Meyer von Festool spricht über Produktentwicklung. Wie können wir testen? Man geht aus dem Raum und man ist immer noch im gelben Bereich. Oder Toyota plant, ich weiß nicht, wer mit Toyota zu tun gehabt hat, die planen in feineren Detail als, ja, ich will sagen, wir Amerikaner, aber wir planen ja nicht im feinen Detail. Okay, deswegen die Schrotflinte ab 14, ja, also. Die planen im enormen Detail, die Planung geht hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Ralf kennt's. Aber sie haben die Fähigkeit entwickelt zu sagen, so, jetzt haben wir einen Plan, aber der Plan ist eine Hypothese. Und wir gehen jetzt vorwärts, aber die Realität, die Wirklichkeit wird ein bisschen anders kommen und wir müssen justieren auf Basis, was wir auf dem Weg lernen. Wir merken, wenn wir sehr sorgfältig planen, sind wir so mit dem Plan verheiratet, jetzt ist es nur noch do it. Ja? Hier ist ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob wir es übersetzen sollen. It ain't what you don't know that gets you in trouble. Es ist nicht, was du nicht weißt, das ein Problem bereitet, sondern was du weißt, dass du so sicher bist, dass du weißt, dass eigentlich nicht stimmt. Ja, da liegt das Problem. Interessant. Das heißt, das Thema heute, wie verbessern wir, wie adaptieren wir, wie machen wir Innovation oder, wenn Sie wollen, wie werden Sie Ihr Kanban-System zur Funktion bringen? Wie werden Sie einen One-Piece-Flow erreichen? Wie werden Sie eine kürzere Durchlaufzeit in Ihren Wertstrom erreichen? Wir wissen es nicht. Der Weg nach vorne ist iterativ und wir müssen das mit Experimentieren machen, gezielt auf einen gewissen Zielzustand. Und wir wissen nicht, was uns hier erwartet in dieser Zone. Ja? Was mir irgendwann eingefallen ist, es gibt viele Bücher über Kanban. Wir können beschreiben, wie ein Kanban-System funktioniert. Ich kann aber nicht beschreiben, wie Ihr Kanban-System zur Funktion kommen wird. Und wie Ihr Kanban-System zur Funktion kommen wird, ist anders als wie Ihr Kanban-System zur Funktion kommen wird. Das ist hier. Und ich glaube, die Toyotas haben uns ein bisschen ausgelacht, als wir immer wieder nach Japan oder deren Werken in den USA gepilgert sind und haben gesagt, zeig uns mal das Kanban-System. Warum ist die Karte grün? Wann kommt der und nimmt die Karten? Wie viel Uhr? Wie oft? Und all diese Fragen, ja, ist eigentlich uninteressant. Ja? Wir wissen, wie ein Kanban-System funktioniert, aber Sie werden andere Hindernisse haben auf dem Weg zu einem funktionsfähiges Kanban-System als Toyota. Ich denke, es ist vielleicht gewissermaßen ist ein Scherz, aber Strategie. Ja? Die Japaner sagen, okay, amerikanischer Manager oder deutscher Manager möchte nach Japan kommen. Eine Woche Vorbereitung, lahmgelegt. Eine Woche in Japan, Sake trinken, spät ausbleiben, singen. Eine Woche lahmgelegt, zurück, eine Woche Jetlag. Wir haben den amerikanischen oder deutschen Manager 3 Wochen lahmgelegt. Yes! Ja? Die Frage ist, wir wissen, wie ein Kanban-System funktionieren soll. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Welche Hindernisse haben wir in unserer Situation? Und wie brechen wir durch diese Hindernisse durch? Bleiben wir doch zu Hause, ja? Und sagen wir, was sind unsere Hindernisse auf dem Weg dorthin, wo wir hin wollen? Wir treffen nie, also es kann sein, Ralf, wenn du es kennst, I have never met Toyota on benchmarking trip. You know. Sie bleiben zu Hause im Basteln. Was wolltest du sagen? Nee, ne? Ja, die bleiben zu Hause und basteln an deren Hindernissen und lernen. Ja? Okay. Also es gibt ein Paradox, wie Sie schon gesagt haben hier gerade, ich glaube mit dem Gehirn, irgendjemand hat es gesagt, unser Gehirn favorisiert die existierenden neurologischen Bahnen, das ist diese Komfortzone, also das sind die Bahnen, die wir schon entwickelt haben, die Muster, die wir schon kennen, einfach weil diese Bahnen weniger Energie brauchen. Man sagt, das Gehirn braucht in etwa die Energie von einer 60-Watt-Birne oder so. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist schon erstaunlich. Ja? Also es ist ein Energy-Saving-Device. Ja? Aber das Paradox ist, um Herausforderungen zu meistern, müssen wir neue neurologische Bahnen entwickeln. Ja? Aber wir bevorziehen die existierende neurologische Bahnen. Das heißt, we're screwed. Wir sind, how do you say it in German? We're screwed. Damit beenden wir den Kataprakticker-Tag und wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ja? Paradox, sorry. You know. Okay. Die Lösung dieses Problems ist, was wir heute diskutieren möchten. Der Trick ist, neurologische Bahnen zu entwickeln, nicht für Lösungen, sondern wie wir Lösungen entwickeln.
Und das ist die Aufgabe des Managers. Wir stellen uns immer die Frage, was ist die Aufgabe des Managers? Nicht Lösungen zu geben. Die Lösungen werden uns nie nach vorne bringen, weil was morgen kommt, wissen wir nicht. Ist die nächste Zahl eine 14? Ist sie eine 2? Ist sie eine 27? Das wissen wir nicht. Im Sport, ja, lustig ist, wenn wir europäischen Besuch in Detroit haben, dann nehmen wir sie manchmal, es ist gemein, zu einem Baseballspiel. Ihr seid ja Football-Fans, Fußball-Fans, ja. Kennen Sie Baseball? Eigentlich nicht, ne? So, es ist ein ziemlich langweiliges Spiel für Europäer und wir sitzen da mit unseren europäischen Gästen und nach 15 Minuten fragen sie, wie lange läuft das Spiel? Ja. Dann sagen wir 3 Stunden, ja, und dann gucken sie mal weg und dann passiert tatsächlich was und das Publikum ist wild, ja, und die gucken, was war, ja, ist also wirklich gemein. Aber hier haben wir ein Team, das ist Detroit Tigers und die spielen 3 Stunden lang und die haben einen Manager, die haben einen Coach, ja. Aber der Coach kann nicht sagen, so, jetzt in der zweiten Stunde, gerade in der zweiten Stunde, bitte gehen Sie ins linke Feld und bereiten Sie sich auf den Ball vor. Ja? Kann man nicht sagen. Der Coach kann nicht sagen, genau was zu tun ist. Aber Sie haben einen Coach, genau wie ein Manager in der Firma. Was kann der Coach den Spielern geben? Was kann der Coach den Spielern mitgeben, beibringen? Eigentlich nur eins, wie spielt man? Ja, und das ist, was die Toyota-Manager machen. Sie bringen ihren Mitarbeitern nicht Lösungen bei, sondern wie entwickeln wir Lösungen? Wie spielen wir das Spiel? Wir Menschen können Ungewissheit, wir können uns gerne hier aufhalten. Es ist erstaunlich, was wir machen können. Wir können Ungewissheit meistern, wir können iterativ arbeiten, wir können adaptiv sein, wir können Herausforderungen meistern. Wenn wir eine Art und Weise, das zu tun, eine effektive Art und Weise, das zu tun, eingeübt haben, genau wie Sie gesagt haben, mit der Kata einüben, damit es zweiter Natur oder eine Gewohnheit wird. Ja? Das ist das Thema heute. Und das heißt, die Aufgabe des Managers, Lutz, genau wie du gemalt hast, es sind mehr oder weniger diese enge Spanne sukzessive zu erweitern, die Komfortzone zu erweitern durch Üben. Und dann, wie in deinem Bild, kann ich meinen Mitarbeitern größere Herausforderungen geben. Das heißt, das ist das Message heute. Wir können die Herausforderungen meistern, wenn wir eine Art und Weise, sie zu meistern, üben. Kurz noch ein paar Punkte. Wie versuchen wir heute zu verbessern? Ich wollte eine Abfrage machen, aber wir sind kurz in der Zeit. Ich mache mal kurz einen Vorschlag. Wie gehen wir in der Verbesserung vor? Lass uns einen kurzen Abgleich machen. Eine sehr gängige Verbesserungsroutine, ja? Ich nenne es im Moment, ich suche ein besseres Wort, Gerd, the troubleshooting kata. Ja? Das heißt, wir merken irgendwie ein Problem oder eine Gelegenheit zur Verbesserung. Ja? Vielleicht reagieren wir auf eine Abnormalität, wir machen ein Wertstrommap und machen die Blitze, ja, und gehen dann die Blitze nach. Es gibt ein Waste Walk oder wir suchen für Verschwendung oder wir fragen einfach die Mitarbeiter. Ja? Steht auch hier auf der Liste. Ja? Vielleicht gibt es eine gewisse Priorisierung, genau wie mit der Pinnwand oder einem Pareto. Dann gibt es eine Action-Item-Liste, die sehen dann so aus, ja, die gibt es überall. Und dann wird es umgesetzt. Die Frage, die ich stellen muss, mehr in dieser Forschungsmethode-Routine ist, was geht hier vor? Und ich möchte mal vorschlagen, in etwa das Folgende. Wir reagieren auf Abnormalitäten, wir versuchen hier die Entropie gegen die Entropie zu steuern, was nicht gelingen kann. Ja? Es ist für diese Art, diese Troubleshooting-Kata ist für Maintenance und für Spot-Improvements, wie sagt man, punktuale Verbesserungen. Ja? Sie müssen es machen, weil es Probleme gibt. Ja? Wir haben die falschen Teile, oh warte, ich hole die richtigen Teile. Die Vorrichtung klemmt, warte. Ja? Oder der Drehtisch klemmt, wir haben die falschen Teile drin. Irgendwas, ja. Natürlich müssen wir auf diese Probleme reagieren. Das heißt, wir sind hier und irgendwas kurz außerhalb unserer Wissensgrenze geschieht, aber jetzt das Mindset wichtig, das Mindset ist, so schnell wie möglich wieder in die grüne Zone zurückzukommen, das Problem abstellen. Oder wir sagen, schauen wir uns mal an, was für Verbesserungsmöglichkeiten haben wir. Hier sehen wir eine Liste, ja. Aber das ist auch noch innerhalb unserer Wissensgrenze. Die Sachen, die wir im Moment sehen, die existieren alle innerhalb der Wissensgrenze. Wir treten nicht außerhalb unserer Wissensgrenze hier. Also Problem, so schnell wie möglich in den grünen Bereich zu kommen. Ja? So, die Verbesserungskata ist einfach eine andere Kata. Und zwar Richtung verstehen,
erst den Ist-Zustand verstehen, dann einen Zielzustand erstellen und dann schrittweise auf diesen Zielzustand hinarbeiten. Was bei Toyota erkennbar ist, die fangen mit der Verbesserung gar nicht richtig an, bevor sie das definiert haben. Wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, wir müssen vorsichtig sein, sonst verbessern wir jede Menge Sachen, die wir gar nicht verbessern müssen. Und der Tag ist kurz und die Konkurrenz kommt. Ja? Aus allen Ecken mittlerweile. Ja? Toyota fängt erst hier an zu verbessern. Die Antwort auf die Frage im Video, was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Was haben wir beim ersten Besuch bei Seidel gesagt? Die Frage haben sie mir gestellt. Ne? Lutz und Team haben gesagt, Mike, die führen mich durchs Werk, haben mehrere Stunden darin investiert, ja, so ein bisschen komisch, who's this American, führen mich durchs Werk. Und dann haben sie gesagt, ja, was sollen wir tun? Was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Und was habe ich gesagt? Nothing. Ja, keine Ahnung. Erst müssen wir feststellen, wo sie hinwollen. Ja? Keine Ahnung. Und wenn ich was wüsste, sehen würde, würde ich es nicht sagen. Würde ich es nicht sagen. Ich bringe sie nur aus dem Ruder. Ja? Erst hier stellen wir fest, woran wir arbeiten müssen. Toyota-Leute haben uns oft gesagt in den USA, you know, you Americans, you're always saying, what can we improve? Was können wir verbessern? Und dann haben wir eine Liste und dann machen wir das. Ja? Und da sagt er, bei Toyota, we do not ask this question, we say, what do we need to improve? Und die einzige Art und Weise, diese Frage zu beantworten, was müssen wir verbessern, ist erst zu sagen, wo wir hinwollen. Das heißt, die Verbesserungskarte ist anders. Wir wollen nicht sofort in die Grünzone zurück. Wir sehen einen Zielzustand, hier diesen Zielzustand, den wir entwickelt haben. Und dann geht's los, schrittweise. Wir navigieren die Lernzone über diese Hindernisse. Das heißt, das Mindset ist, wir werden uns länger in der Lernzone aufhalten. Ja? Und hier, ich versuche den Kontrast. Nochmal, die Troubleshooting-Charta müssen Sie machen. Ja, die Probleme kommen. Sie müssen reagieren. Ich arbeite, ich habe ein Problem, Sie müssen reagieren. Aber das alleine wird es nicht bringen. Ja? Und das alleine ist nicht, was Toyota macht. Das ist das. Und kennen Sie dieses Spiel? Das ist so ein Kirmesspiel. Auf Englisch Whack-a-Mole. Ja? Die Maulwürfe kommen hoch und ja. Ja? Das ist nicht unbedingt vorwärts bewegen. Ja? Und es gibt diese Darstellung mit dem Keil. Hier ist das PDCA-Rad. Konstantin, du hattest schon PDCA erwähnt, das ist sehr hilfreich, danke. Hier ist die Verbesserung, Sie sehen, es geht hoch, ja, und dann wird hier der Keil reingemalt, ja, und das ist der Standard. Und der soll das Zurückrutschen verhindern. Wir glauben mittlerweile, dieser Keil ist eine Entwicklung des menschlichen Hirns, gibt's nicht, geht nicht, existiert nicht. Die Entropie, wenn Sie nur Troubleshooting-Kater machen, die Entropie wird gewinnen. Ja. Hypothese, heute sind wir zur Diskussion da. Ja. Wir möchten, dass Sie es mitnehmen als Gedanken. Und Sie sehen, die Verbesserungskarte ist eine andere Art und Weise. Wir arbeiten zielgerecht auf irgendwas zu. Wir lassen vieles liegen. Wir haben Toyota-Werke besucht und haben gesagt, wow, ist schmutzig hier. Ich dachte, bei Toyota ist alles perfekt. Von Werk zu Werk gibt es Unterschiede. Ja. Und dann haben wir gemerkt, die arbeiten nicht an allem. Die Zeit ist knapp. Die Chinesen, die Inder, die Vietnamesen, alle wollen, ja. Heute sagen wir, hey, irgendjemand schlägt vor, sollen wir das verbessern? Hilft uns das, das zu erreichen? Wenn nicht, dann lassen wir es erstmal liegen. Ja? Also, der Punkt, die Troubleshooting-Charta ist die falsche Charta für Verbesserung, Adaption und Innovation. Sie müssen die Troubleshooting-Charta machen, aber es ist nicht die richtige Charta für Continuous Improvement. Hypothese zum Nachdenken ist für mich so ein bisschen, also Homer ist richtig apropos hier so, oh. Diese nachhaltige Konkurrenzfähigkeit stammt von beidem. Ja, hier haben wir den Arbeitstag. Ja, Troubleshooting müssen wir machen, aber wir sollten auch jeden Tag irgendwas anstreben, auch wenn nur in kleine Schritte. Und es ist mir egal, ob das, was wir anstreben, groß ist oder klein. Ja, Hauptsache, wir bewegen uns ein bisschen nach vorne jeden Tag. Darüber werden wir heute sprechen. Das ist das Thema heute. Ich möchte nur noch eins zeigen. Gerdes von Bill, ich glaube, du hast es schon gesehen. The Unified Kata Field Theory von meinem Kollegen Bill Costantino. Er war 7 Jahre Gruppenleiter bei Toyota. 3 Minuten. Er sagt, Sie sind hier. Und Sie sind umgeben von vielen Problemen, Verschwendungen und Gelegenheiten zur Verbesserung. Ja? Und Sie haben eine Wissensgrenze. Das ist, was Sie heute sehen können. Ja? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Mehr können wir im Moment nicht sehen. Ja, was machen wir? Sie sehen hier ein bisschen mit Rot versehen, ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Target Opportunities Identified from a Waste Walk. Das sind Verbesserungen, die wir identifizieren, die wir machen wollen. Das ist dann diese Maßnahmenliste, die ich gerade gezeigt habe. So, die Frage dann, was ist die mögliche Richtung für Verbesserung? Alle Richtungen sind möglich. Ja? Welche Richtung wählen wir? Vielleicht die, wo die meisten Gelegenheiten sind. Ja? Was Toyota macht, ist anders. Toyota sagt erst, wir wollen hier sein, langfristig wollen wir hier sein für den Kunden. Langfristige Vision, die Richtung. Dann sagen die, okay, das ist einfach unser heutiges Wissen, mehr nicht. Und wir würden jetzt nicht einfach anfangen, da rumzuballern oder Maulwürfe zu hauen, sondern zu sagen, wo wollen wir als nächstes hin, den nächsten Zielzustand. Der wird definiert. Noch keine Verbesserung stattgefunden. Wissen Sie, was ironisch ist? Und das täuscht so verdammt. Hier haben wir ein Unternehmen und hier haben wir ein anderes Unternehmen und das ist die Zeit. Ja? Und die machen Toyota-artig, die machen, oh, wir müssen erstmal die Richtung verstehen, dann müssen wir den Ist-Zustand verstehen, dann müssen wir den Zielzustand definieren und irgendwann können wir dann mit den PDCAs loslegen und anfangen zu verbessern. Ja? Die machen die Maßnahmenliste. Ja? Die fangen sehr schnell an zu verbessern. Wenn sie einen Schnitt machen hier, in diesem Zeitpunkt sehen die viel schneller aus. Die sind weit im Voraus. Das ist der Hase. Die sind noch am Planen. Ja? Aber hier gewinnt Toyota, weil sie nachhaltig, kontinuierlich verbessern und wir nicht. Und das war die Frage in der Forschung, die zum Cutter-Buch führte. Warum kriegen die kontinuierliche Verbesserung und wir nicht? Also der nächste Zielzustand wird definiert. Dann gibt es diese Grauzone, wir wissen nicht genau, wie wir da hinkommen. Man findet den Weg durch PDCA, wie Sie gesagt haben, schrittweise. Jetzt haben wir eine neue Wissensgrenze erreicht. Es werden weitere Zielzustände in diese Richtung gemacht. Und das ist das System. Und vieles lassen wir liegen. Ja. Ist eine gute Frage. Ich finde die Frage toll. Im Moment sagen viele Leute, Mike, ich fange lieber mit zum Einsteigen in das Thema Verschwendung. Wir suchen Verschwendung und arbeiten so und dann würde ich meine Mitarbeiter so mehr auf diese systematische Tour bringen. Ja? Es kann sein, ich weiß es nicht. Wir überlegen, aber es ist jetzt nicht empirisch. Wir überlegen, ob, wenn wir hier beginnen, dass wir schon das falsche Mindset einprägen. Ja? Beim Cutter üben, ja, übt man die ersten Bewegungen, sind ganz kleine Bewegungen, aber man übt sie erstmal, manchmal nur die Füße oder so, ja, aber erstmal so die paar Bewegungen, aber es ist schon in die Richtung, die man gehen will. Es kann sein, dass es okay ist, es kann sein, dass wir dadurch schon die falsche neurologische Bahn entwickeln, dass man sagt, wir machen jetzt einfach erstmal Verschwendungssensibilisierung und dann heißt es, jetzt vergessen Sie das mal, jetzt machen wir zielgerichtetes Verbessern. Aber ich weiß auch, dass die Troubleshooting-Kata und die Verbesserungskata, die müsste es ja beide geben. Also, I don't know. Möchten Sie experimentieren? Wir suchen immer Experimentierplätze. Ja. Okay, und die Rolle der Führung, Leadership, sagt man Leadership auf Deutsch, Leadership ist die Richtung zu setzen, aber das alleine reicht nicht. Das Leadership muss zusehen, dass das Management diese Verbesserungskarte der Menschen beibringt in der Organisation. Und dann haben wir Power in der Organisation entwickelt. So, ich glaube, muss aber jetzt drüber sein und möchte eigentlich dann. So viel zur Einleitung.